wirst bald oder bist vielleicht schon arbeitslos, hast einen ALG-1-Bescheid und möchtest den Gründungszuschuss beantragen? Nun, dann bist du hier richtig zum Thema, wie man einen Businessplan schreibt für das Arbeitsamt. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Geschäftsführer des X-Group-Instituts für Gründung, Finanzierung, Geschäftsentwicklung und in den letzten 15 Jahren haben wir vielen hundert Unternehmern dabei geholfen, den Antrag nach § 93 SGB III zu stellen, den Antrag auf Gründungszuschuss. Und hier gleich die wichtigste Information für dich am Anfang. Du brauchst mindestens noch 150 Tage bis zum Ablauf deines ALG-1-Bescheids. Der Sachbearbeiter beim Arbeitsamt, der sagt 150 Tage Restanspruch. Und diesen Tag, den solltest du wissen, den solltest du schriftlich haben in deinem Kalender, weil dort ist dann das entsprechende Gewerbe anzumelden und vorher brauchst du schon den Antrag auf Gründungszuschuss. Bevor du dich nun hinsetzt und den ganzen Businessplan schreibst und die Unterlagen dann abgibst, ist es den Antrag abzuholen. Denn es gibt insgesamt zwei Termine bei der Agentur für Arbeit. Das eine ist Tag der Antragstellung. Das ist nur der Tag, wo du deine Anträge abholst beim Arbeitsamt. Dann fertigst du den Businessplan, Finanzplan und meldest dann auch das Gewerbe, deine Freiberuflichkeit an. Und dann gibst du die Unterlagen ab zum Zeitpunkt deiner Vollerwerbsgründung. Die meisten Gründer, die wir begleiten, haben schon einen Textteil fertig oder fangen zumindest mit dem Textteil an. Das ist leider die falsche Reihenfolge. Unsere Empfehlung ist zunächst mal, einen Finanzplan zu schreiben, um überhaupt festzustellen, ob in der Ergebnisplanung das Konzept überhaupt tragfähig ist, ob genügend unterm Strich übrig bleibt, damit du davon leben kannst. Denn der Gesamtantrag, den du stellst, den du abgibst, wird vom Sachbearbeiter bei der Agentur bewertet danach, dass du nach spätestens 6 Monaten davon leben kannst. Und das gilt es auch hier als erstes von dir herauszufinden mit einer Excel-Tabelle, mit einem Finanzplan-Tool, damit du herausfindest, ob du innerhalb von 6 Monaten es auch schaffst, dich selbst zu finanzieren. Nun, der Finanzplan, woraus besteht der? Insgesamt hast du nachher mindestens 9 Tabellen. Also du hast 3 Tabellen mit der Umsatzplanung, du hast 3 Tabellen mit der Gewinn- und Verlustrechnung und du hast dann 3 Tabellen mit dem Finanzplan oder Liquiditätsplan, wo die ganzen Zuflüsse und Abflüsse sind, inklusive Vorsteuer und Umsatzsteuer. Wie kannst du das nun am besten erstellen? Das eine ist, wenn du Excel-Fan bist, kannst du das alles selbst programmieren. Es gibt aber auch eine Menge Tools, die schon fertig sind oder beispielsweise auch Templates, mit denen wir arbeiten, Excel-Tabellen, Mappen, wo alles schon miteinander A verknüpft ist und B optimiert ist, sodass du es dann bei der Agentur für Arbeit abgeben kannst. Es ist nur deine Entscheidung, wie du damit arbeitest. Meine persönliche Empfehlung ist, dass du bei der Auswahl des Templates darauf achtest, dass du es bequem ausdrucken kannst auf DIN A4, weil du druckst es aus, gibst es bei der Agentur für Arbeit ab oder dass du später auch sogar weiter bearbeiten kannst und das geht mit Excel am leichtesten. Wenn du nun im Finanzplan bewiesen hast, dass du in den ersten 6 Monaten davon leben kannst, also tragfähig bist, nun dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt, dich an den Textteil zu setzen. Bei dem Textteil geht es darum, dass du 2 wichtige Punkte abbildest. Das erste ist deine Unternehmensfähigkeit, dass du deine Kompetenzen alle zusammen hast, dass du in der Lage bist, zu verkaufen, zu motivieren, dich selbst zu führen, dass du in der Lage bist, aber auch die entsprechenden kaufmännischen, steuerlichen, buchhalterischen Pflichten nachzukommen. Also hier gilt es, dem Sachbearbeiter, dem Leser davon zu überzeugen, dass du alles drauf hast oder das, was dir fehlt, dass du ein Team, dass du Ergänzungen, externe Berater hast. Der 2. wichtige Punkt ist, dass der Sachbearbeiter bei der Agentur für Arbeit deine Unterlagen empfängt, sich dann hinsetzt und die durchliest. Du bist also nicht dabei, kannst nicht erklären. Das bedeutet, dass alle Zahlen im Finanzplan, von den Anfangskosten, von den Hochlaufzahlen, von den Anlaufkosten, all das muss plausibel sein. Der Leser will also verstehen, wie du zu deinen Preisen kommst, ob die wettbewerbsfähig sind. Der wird auch googeln und das Vergleichen deiner Leistungsangebote im Internet mit Mitbewerbern. Und er will auch wissen, weshalb du dir sicher bist, dass du im 6. Monat auch tragfähig sein kannst und das überprüft er. Und erst nach dieser Überprüfung wird er deinen Antrag bewilligen. Vielleicht hilft es dir, wenn du bei der Fertigung des Textteils dich in die Lage, in die Situation eines Kapitäns versetzt, der ein Fischereiboot zu führen hat. Der macht sich genau Gedanken, in welches fischreiche Gewässer wird er mit seinem Boot fahren? Darf er überhaupt dort angeln? Wer sind die Fische, die er angeln will? Was sind die Köder, die er braucht? Wird er eine Harpune nehmen, ein Netz nehmen? Wie genau will er sozusagen welchen Kanälen die Kunden auch erreichen? All das wird hier im Finanzplan beschrieben, auch welche anderen Fischer danach unterwegs sind, also deine Mitbewerber. Diese ganzen Komponenten, die machen es dann plausibel für den Leser, dass er glaubt, dass dein Umsatz, dein Finanzplan auch machbar ist. Und das ist hier die wichtigste Aufgabe, zu argumentieren.
Das bedeutet, dass du in deinem Textteil alle wichtigen Themen als Kommentar siehst deines Finanzplans. Und da machst du am Anfang ein Inhaltsverzeichnis. Gleich nach dem Inhaltsverzeichnis, da kommt deine Zusammenfassung. Und nach der Zusammenfassung beginnst du dann mit den wichtigen Dingen, nämlich erstmal dich, dein Geschäftsmodell vorzustellen, dann das Produkt vorzustellen. Dann stellst du den Markt vor und wie der Markt sich entwickelt hat, wie er sich entwickeln wird. Du schreibst dann ganz genau, wer der ideale Kunde ist. Du schreibst dann auch, wer dort die anderen Fischer sind, die anderen Mitbewerber. Als nächstes schreibst du dann, wie dein Gedanke ist, wie du in den Markt reinkommen willst, dein Marktauftritt, dein Markteintritt. Und hier ist ganz besonders, dass du dich auch dem Kapitel widmest, was deine Alleinstellungsmerkmale, deine Abgrenzungsmerkmale sind. Also was Besondere an deinen Fischermethoden ist oder dein Köder oder Leistungsangeboten ist, die du dann verwendest, um dann die Zielgruppe auch zu erreichen. Schließlich schreibst du noch, ob du noch Personal brauchst, welche Preispolitik du hast, wie du das Ganze organisieren willst. Und du schreibst natürlich auch noch, welchen Kapitalbedarf du hast, welchen Investitionsbedarf du hast, welche Betriebsmittelreserven du brauchst und du schreibst auf der anderen Seite, welche Finanzierungsmittel du einsetzt. Wenn du dann zum Schluss noch eine Risikoanalyse machst, zum Beispiel die SWOT-Analyse, also deine Chancen, deine Risiken, die Schwächen und die Stärken abbildest, inklusive der Maßnahmen, die du dann einsetzen willst, wenn diese Risiken eintreten und das Ganze in einen Meilensteinplan gießt, nun, dann ist dein Textteil fast vollständig fertig. Damit der Businessplan nun fertig ist, dass du einen Finanzplan hast mit Umsatz, Rente und Liquiditätsplan und Kostenplan, dass du den Textteil hast mit den ganzen Kapiteln, die ich genannt habe, kommt nun zum Abschluss noch die Checkliste Anhang. Das heißt, die Agentur für Arbeit will mindestens immer sehen deinen Lebenslauf. Er will immer sehen deine Gewerbeanmeldung oder deine steuerliche Anmeldung. Nun, dann aber kann es noch sein, dass die Agentur für Arbeit ein Zertifikat haben will von einem Existenzgründerseminar. Wenn du dann auch noch Mittel brauchst, beispielsweise für Investitionen, ist es hier hilfreich, dass du das auch nachweist mit einem Kontoauszug oder einer Kreditbewilligung. Ansonsten gibt es einzelfallbezogen noch einzelne Nachweise, die die Agentur für Arbeit haben will. Das siehst du aber dann auf dem Blatt 2 deines Antrags für Gründungszuschuss. Da steht dann unten eine Checkliste drauf, was du brauchst. Auf jeden Fall brauchst du eine fachkundige Stellungnahme. Die fachkundige Stellungnahme gibt es einmal klein, ist einfach ein Bestandteil des Antrags auf Gründungszuschuss, eine DIN A4-Seite, wo dann eine fachkundige Stelle, die IHK, ein Steuerberater oder Unternehmensberater wie wir, einfach abkreuzen, dass wir alles geprüft haben auf Vollständigkeit und Tragfähigkeit und das unterschrieben und gestempelt haben. Es gibt aber auch die große Variante der fachkundigen Stellungnahme, die häufig angefordert wird. Da dürfen wir dann noch einen Text schreiben über 2, 3 DIN A4 Seiten, wo wir dann auch begründen, weshalb wir glauben, dass deine Geschäftsidee auch tragfähig ist. Und nun das Wichtigste zum Schluss. Die gute Nachricht ist, dass die Agentur für Arbeit noch bis Ende 2020 mindestens ein Förderprogramm anbietet. Auch wenn du noch nicht gegründet hast oder wenn du im Nebenerwerb beispielsweise schon tätig bist, kannst du einen Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein beantragen. Mit diesem Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein kannst du bis 80 Coaching-Einheiten von der Agentur gefördert bekommen. Und du zahlst keinen Cent, denn die Kosten trägt 100% die Agentur für Arbeit oder auch das Jobcenter. Das bedeutet nun, was dein nächster Schritt ist. Als erstes würde ich dir empfehlen, natürlich ein AVGS zu nutzen. Das Zweite, was ich dir empfehlen würde, wäre entweder eine Beratungsagentur, beispielsweise wie die X-Group, zu beauftragen. Wir können dir dann auch die entsprechenden Templates liefern. Sowohl die Vorlage für den Zahlenteil, den Finanzplan, die Vorlage für den Textteil, den lyrischen Teil und wir können dir auch die Checkliste Anhang bieten und gleichzeitig auch noch die fachkundige Stellungnahme machen. Und was kostet dich das? Nun, bei zertifizierten Unternehmen wie die X-Group kostet dich das gar nichts, wenn du einen Gutschein bekommst. Solltest du den Gutschein abgelehnt bekommen, weil es eine Ermessensleistung ist und ein Sachbearbeiter sich dagegen entscheidet, gibt es noch ein zweites Förderprogramm, wo auch Zuschüsse für die Beratung möglich sind. Gerne kannst du hierzu mehr erfahren, wenn du unseren Gutschein nutzt für ein kostenfreies Erstgespräch. Ich lade dich aber auch ein, den Kanal zu abonnieren oder auch weiterzuempfehlen. Viel Erfolg wünscht dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du dieses Video zu Ende geschaut hast. Gerne darfst du diesen Kanal abonnieren oder auch weiterempfehlen. Möchtest du gerne ein Erstgespräch haben, um deine Fragen zur Gründung, Finanzierung oder beruflichen Entwicklung zu klären, so findest du hier auf dieser Seite einen Gutschein. Mit diesem kannst du ein kostenfreies Erstgespräch vereinbaren, 45 Minuten an der Dauer, entweder in Berlin, in meiner Beratungspraxis oder auch gerne am Telefon. Bis zum nächsten Mal.